Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal bin ich mit Costa auf der Mehlinger Heide unterwegs. Das Gebiet der Mehlinger Heide ist eine der größten Heidelandschaften in Süddeutschland und seit 2005 ein sehr beliebtes Ausflugsziel als Naherholungsgebiet und für Urlauber in der Pfalz. Ab 1912 wurde das Gebiet auch als Exerzierplatz genutzt und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebiet von den deutschen Militärs als Truppenübungsplatz genutzt. Auch nach dem Kriegsende wurde das Gebiet weiterhin militärisch genutzt und das bis 1994 durch französische Truppen. Blindgänger können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, daher sollte man das Gebiet nur auf den ausgewiesenen Wegen betreten. Im Jahr 2001 wurde das Gebiet als Naturschutzgebiet und Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Die Räumung des Gebietes fand zwischen 1992 und 1994 statt. Blindgänger können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, daher ist das Betreten des Gebietes ausschließlich auf den ausgewiesenen Wegen erlaubt. Am meisten Spaß macht die Mehlinger Heide mit Scalern. Performer kommen hier nicht auf ihre Kosten, Trailer einigermaßen, aber die Scaler machen da richtig schön Spaß, weil das Gelände es einfach zulässt. Beide Autos sind von FMS oder Rock Hobby. Ich bin mit meinem Willys Jeep unterwegs und Costa ist mit einem Toyota FJ40 unterwegs. Die sandigen Wege passen perfekt zu den Autos, man sieht die Federung richtig schön arbeiten und die Autos kommen dort richtig gut zur Geltung. Und dann geht's auch mal ab in die Büsche, muss natürlich auch sein, nur so kommt das Auto richtig schön zur Geltung. Und das macht natürlich auch tierisch Spaß. Die 360-Grad-Kamera bietet hier natürlich exzellentes Bildmaterial und du kannst das Ding richtig schön tief halten mit dem Stab und kannst richtig schöne Kamerafahrten nebenher machen. Einfach spektakulär. Der hier gezeigte Willys Jeep ist weltweit einmalig. Liegt einfach daran, die Gestaltung habe ich selber gemacht, soll heißen, er ist selbst bemalt mit einer braunen Grundfarbe und dann mit Airbrush die Schattierungen gemacht, dann den Soldaten mit reingesetzt, was eine ziemliche Frickelarbeit war, und dann die verschiedenen Kanister und so weiter, alles gedruckt. Also so wie er da steht, ist er nirgends zu haben. Und ich bin einfach richtig happy, wie das Ding aussieht. An Costa seinem FJ40 sind neue Stoßdämpfer drin, neue Reifen und auch ein paar andere Felgen und diverse Anbauteile, die man oben sieht, und natürlich auch eine passende Figur im Innenraum. Insgesamt auch ein sehr schön gelungenes Fahrzeug. Was man hier noch sehen kann, sind die weißen Fender hinten, die er auch noch im 3D-Drucker mit dazu gedruckt hat. Mit den Autos durch den Sand zu fahren, macht einfach Spaß und das Filmen dann natürlich auch. Natürlich gibt es auch für Scaler ein paar anspruchsvollere Phasen. Hier sieht man zum Beispiel ein paar schöne kleine Steinsformationen, über die man fahren kann und die Federung richtig schön arbeiten lassen kann. Jo. Das macht natürlich auch Spaß. Ja? Und man kann hier auch mal sehen, was die Autos so können. Also man meint immer, Scaler können nichts, aber die können schon, wenn sie wollen. Trotz
der schmalen und doch recht profillosen Reifen kommt der Willys Jeep hier auch sehr gut voran. Auch hier wieder eine richtig schöne steinige Passage, wo die Federung schön gefordert wird. Ja, die Kamerafahrt ist ein bisschen wackelig, aber wenn das Ganze Freihand ist, geht's halt nicht anders. Trotzdem ist die Bildstabilität eigentlich immer noch ganz okay, finde ich. Jo, und da geht's einfach weiter. Jetzt kommen wir wieder ein flacheres Stück. Kann man auch wieder ein bisschen mehr Gas geben. Und hier ging es dann auch mal wieder durch die Büsche, einfach um die Szenerie ein bisschen zu genießen und das Auto auch ein bisschen anders wirken zu lassen als auf dem offenen Feld. Kommt einfach besser, wenn es irgendwie so eine Kamerafahrt durch die Büsche ist und ja, man sieht das Ganze einfach aus einem anderen Blickwinkel. Wenn man die Mehlinger Heide besucht, sollte man tunlichst darauf achten, die Wege nicht zu verlassen, um die schöne Natur nicht zu zerstören. Deswegen sind wir mit den Autos auch immer am Wegesrand geblieben oder eben auf den Wegen. Mehr muss man auch nicht machen. Auch hier wieder eine kleine felsige Passage, die der Willys Jeep aber wirklich ohne Probleme gemeistert hat. Und man sieht auch wieder schön, wie das Auto arbeitet im Gelände. Hier sieht man jetzt auch mal den Toyota von Costa in Aktion. Im Grunde auch wirklich ein sehr schönes Auto, schön gemacht mit schön vielen Details. Und ja, ist ein schönes Auto, aber doch irgendwie nicht unbedingt meins. Also, wem er gefällt, ja, aber meiner ist er nicht unbedingt. Aber trotzdem toll gemacht. So, und das war's dann auch schon mit diesem Video aus der Mehlinger Heide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und drückt auf den Abonnieren-Button, das hilft dem Kanal. Bis dann, ciao, ciao.